kurzer Szenenwechsel, nachdem Lanma sich vorbereitet hat und Asina in dem großen Arbeitszimmer verschwunden ist. Rüber zu Celissa. Scheiße, oh, jetzt muss ich mir alles aufschreiben, du hast vergessen. Oh, ist der Apfelsaft. Celissa, einsam, verlassen, sitzt in ihrem Zimmer und genießt herzhaft beißend in einen Apfel das Stück Pirine-Apfel und blättert in dem Buch, was sie aus dem Rosentempel mitgenommen hat, rund um Wein und Traubenkunde herum. Währenddessen sie draußen auf einmal einiges an Tumult hört auf dem Gang. Du hörst durch die verschlossene Tür, dass sich da anscheinend mindestens zwei Personen scheinbar gegenseitig anschreien. Und kannst die Wortfetzen nicht genau erhören, was es ist. Dein Tool der Media ist ja, glaube ich, auch gerade so, dass du damit halbwegs sprechen kannst, ne? Ja. Also du verstehst so einzelne Wortfetzen und es klingt so, als würde sich da tatsächlich ein Mann und eine Frau lauthals streiten draußen. Also ich lege das Buch weg und gehe, ich nehme mal an, bei mir im Zimmer ist auch so Teppich, so, das ist nicht groß zu hören, jetzt gehe ich leise an die Tür und horch erstmal. Ja, du hörst halt tatsächlich einen Mann, eine Frau, ein Stück weit von der Tür entfernt, auf dem Gang sich lauter halt streiten. Wüste Beschimpfungen und andere Sachen, die du nicht verstehst, sich gegenseitig anscheinend an den Kopf werfen. Okay. Ja, dann mache ich die Tür auf und guck die beiden so ein bisschen, als wäre ich sehr müde und gerade so aufgewacht, mache vielleicht davor die Haare auch so ein bisschen verstrubbelt, so als ob ich geschlafen hätte und guck sie erstmal nur an, ein bisschen. Ja, blickst halt raus, du siehst links den Gang hinunter, zwei Zimmer weiter, vor der offenen Zimmertür steht eine Frau in sehr schlichten Gewändern, so eine, wahrscheinlich eine Dienerin, die sich mit einem Mann streitet, der an der Türschwelle steht und wie ein Leibwächter gekleidet ist, mit ja, straffen Lederklamotten und Waffe am Gurt, mit strengem Blick rausguckend, sehr wütend aussehend und die sich anscheinend gegenseitig gerade am Ankeifen sind. Okay. Die haben mich noch nicht bemerkt, oder? Nö, die sind komplett auf ihren Streit fixiert. Dann nehme ich meinen Stab, der da ja irgendwo, und so ein bisschen gehhilfemäßig, aber auch um mich als Magier so zu zeigen, falls ein Schlüssel fürs Schloss benötigt ist, nehme ich den auch mit, stecke den ein und näher mich den beiden erstmal langsam und abwarten, bis die mich zuerst bemerken. Ja, also der Mann irgendwann guckt halt so zur Seite, als er dich sieht und entschuldigen Sie die Störung, der Disput ist gleich vorbei, Sie können gerne wieder schlafen gehen, werte Dame. Was ist denn hier los? Ja, bei deinen spitzen Ohren gucken so unter den gestrubbelten Haaren hervor und als die Frau sich dann nach links blickt und deine Ohren sieht, kriegt sie immer so einen schreckhaften Blick und dann so, entschuldigen Sie, ich wollte hier niemanden was Böses, Ich komme später wieder, sagt sie dann zu dem Mann und rennt den Gang mehr oder weniger fluchtartig nach hinten weg. Dann folgen meine Augen ihr kurz, dann schaue ich den Mann an. Wisst mal, wie wirkt er auf mich? Wirkt er so als... Ja, er wirkt halt immer noch zornig, Arme verschränkt und schüttelt nur den Kopf. Ach Gott, ey, mal diese abergläubigen Thulamiden, ey. Boah, zu Hause wäre das nicht passiert. Da kennen wir Elfen. Okay, abergläubig, was... Was ist denn hier passiert? Dieser Tumult da. Ach, das ist hier eine von den Dienerinnen des Hausherren, der hat sie vorbeigeschickt als Bespaßung für den Herren hier, aber die Herrin hat mir beauftragt, wenn er hier ist, dass ich darauf achten soll, dass er eben keine Dirnen sich ins Zimmer holt. Ja, das befürworte ich auch. Aber welcher Herr denn? Wem dient die denn? Dem Haus? Dem Haus direkt, ja? Ich nahm an, die Unterkünfte der Personen des Hauses befinden sich im Ostflügel. Ja, aber wenn sie herbestellt werden, dann dürfen sie auch hierher kommen. Ah, aber andersrum funktioniert das nicht, oder? Das. Na, was sollen wir denn da drüben beim Gesinde? Na, ich nahm an, dass sich im Ostflügel auch die herrschaftliche Familie und deren assistierende Kräfte befinden. Unter anderem, ja. Aber da darf man nur rein, wenn man eingeladen wird. Ich verstehe. Okay. Dann
kehre ich wieder mein Gemach zurück. Bitte sorgt dafür, dass es sich nicht wiederholt. Das wird es nicht. Entschuldigen Sie nochmal vielmals. Ja, und dann gehe ich zurück. Ja, er dreht sich um und schließt die Tür. Und als du ein paar Schritte gegangen bist mit deinem Stab, klock, klock auf dem Stein, hörst du, wie die Tür wieder aufgeht, er nochmal kurz den Kopf rausstreckt. Entschuldigen Sie, wie ist nochmal Ihr Name? Almanda. Ich bin geladene Gästin des Hauses. Nun, mein Herr fragt gerade danach, ob Sie vielleicht kurz Zeit hätten für eine kleine Unterhaltung. Ja, wie heißt denn euer Herr? Nun, ich glaube, er hat sich Ihnen noch nicht vorgestellt. Sie dürften ihn aber schon mal gesehen haben, sagte er zumindest. Mhm. Und du siehst, wie er zur Seite tritt und aus dem Inneren des Raumes heraus... wo ist er denn? Adliger. Hochadel. Eine dir sehr bekannte Gestalt heraustritt, und zwar der sehr gesprächige Adlige von heute früh. Oh, der Fall. Der beim Frühstück sich zu dir gesetzt hat und sich hier über alle beschwert hat, die so müde sind und nicht feiern gehen können und so langweilig sind. Mhm. Der Schönling aus dem Horasreich. Kommt hervor, guckt dich an, sieht dich und mit einem Lächeln eine Verbeugung angedeutet. Romun Sanin, mein Name, werte Dame. Wollen Sie nicht vielleicht für ein kurzes Glas Wein zu mir kommen und sich mit mir unterhalten? Wir haben ja heute früh beim Frühstück nicht groß die Möglichkeit dazu gehabt, uns näher kennenzulernen. Und gerade seine Bitch abgehauen, also ich wäre vorsichtig. Ich habe meinen Stab bei. Sonst so, ja, kriegt er eins aufs Fressbrett. Ja, gerne, aber wirklich nur ein Glas, ich bin müde. Na, aber natürlich. Dann ich habe auch einen sehr guten horasischen Tropfen extra mit importiert. Hm. Na dann. Ja. Ausgaben wollen wir uns nicht hingehen lassen. Dann geht er wieder los. Ja, du kommst halt rein und das Zimmer ist tatsächlich ein bisschen größer als das von dir, in dem du wohnst. Aber von der Einrichtung her ziemlich ähnlich. Auch mit einem schönen Tisch in der Mitte, mit Stühlen drumherum, auf dem eine Obstschale steht. Eine Flasche tatsächlich mit Wein auf dem Tisch und einigen Gläsern, wovon einige schon angefangen wirken. Und seinem Wächter bedeutet, eine neue Flasche zu holen, die er entkorkt und hinstellt, in die Gläser füllt, ne, und zu euch stellt. Lasset den Wein erstmal einen Moment atmen, damit er sein Aroma auch entfaltet. Ihr solltet ihn mal dran riechen. Er ist ein Wohlgenuss. Unsere horasischen Trauben sind wirklich die besten im ganzen Land. Ja, das mache ich. Du hast tatsächlich in dem Buch, als du vorhin rumgeblättert bist, auch so ein bisschen was über die horasischen Trauben gelesen, so die verschiedenen Traubenarten, die so aus dem Mittelreich kommen, und da gehört ja das Horasreich mit dazu. Ja, besonders. Und dass sie tatsächlich aufgrund der schönen Lage, des lieblichen Feldes, sehr gut gedeihen, sehr vollmundig, sehr saftig und beerig sind. In dem Buch wurde besonders die Jakuslik-Familie als außerordentlich talentierte Winzer beschrieben. Ja, genau. Ja, ich nehme Platz und lass das Aroma ein wenig sich entfalten. Und was sagt ihr? Riecht ihr die Brombeere heraus? Es ist durchaus sehr fruchtig. Definitiv. Gebt ihn einen Moment, genießt ihn und ihr werdet nie wieder was anderes trinken wollen. Deswegen habe ich immer mindestens eine Kiste dabei, wenn ich auf Reisen bin. Ich nehme euch beim Wort und setz mich und lass das Moment atmen. Ja, und der winkt nochmal seinen Leibwächter zu sich, flüstert ihm was ins Ohr und der verschwindet aus dem Zimmer. Das kann ich nicht hören, was er sagt, oder? Nee. Nun, mir sind ich möchte nicht unhöflich wirken, eure Ohren aufgefallen. Sie sind aber keine Elfen. Nein. Sie sind aber elfische Abstammung, richtig? Meine Mutter war Elfin, mein Vater war Mensch. So war? Ich habe ihn seit einigen Götterläufen nicht mehr erblicken können. Daher weiß ich nicht, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Also haben Sie die magische Gabe Ihrer Mutter geerbt? Offensichtlich, ja. Auf welcher Magieakademie haben Sie denn gelernt?
Also eingetragen auf dem Schreiben war soweit die... Blabla, der schweigsame... Schweigsame Magier-Zeugs. Akademie der schweigsamen Künste. Ja. Schreibe ich mir kurz auf, kleinen Moment. Wie der schweigsamen Künste. Nun, auf der Akademie der schweigsamen Künste wurde ich unterwiesen. Das ist, die ist doch in... Ah, in Alma da, da kommt ihr her? Nun, in der Nähe, grob gesprochen, ja, aber ich stamme tatsächlich aus Alma da. Ja. Also ich bin schon viel tatsächlich in den Landen herumgezogen. Alma da fehlt mir noch auf meiner Liste. Ein durchaus schönes Land. Was könnt ihr denn dort empfehlen, wo man auf jeden Fall mal einen Besuch hin geben sollte? Nun, die Akademiemauern, wenn sie nach Wissen streben natürlich. Dann haben wir kürzlich eine Magierin der Akademie zu Draconia empfangen, die sich besonders auf Elementarmagie und Beschwörungen spezialisiert haben. Und ihren Erzählungen zufolge soll es da geradezu gewaltige Hallen von epischen Ausmaßen geben. Interessant. Allerdings soll sich diese Akademie hoch in den Bergen befinden, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wäre es ein äußerst anstrengender Weg dorthin. Also ihr wart auch noch nicht da. Ich kenne es nur aus vom Hörensagen und eben vom beschriebener Magier. Habe ich selber noch nie von gehört, aber gut, ich bin auch noch nicht so groß in der Zauberwelt unterwegs. Sie meinte auch, es sei ein sehr weltferner Ort und dass das nicht sonderlich viel Prestige genießen würde. Verstehe, verstehe. Und eure Familie ist für was bekannt im Land? Womit verdient eure Familie den Ruhm, das Geld, dass es hier eine Einladung erhält? Nun, meine Familie ist aus dem, ja, doch eher geringerem Landadel. Wir haben Plantagen, Felder und auch zugegeben, damit kannte ich mich bislang nicht so aus, weil ich in jungen Jahren bereits zur Akademie gesandt wurde. Aber auch wir haben eine Winzerei. So. So, weiße oder rote? Soweit ich weiß, sowohl als auch. Und auch, wir arbeiten gerade an einer neuen Sorte. Wir nennen sie Rosé. Als Verbindung zwischen Weiß und Rot, der Farbe Rosa nachempfunden, aber nun, ich nehme an, Rosé klingt doch ein wenig würdevoller, als die Farbe Rosa schlichtweg zu nutzen. Klingt interessant, da man ja den Weißen gerne zu Fisch, den Roten eher zu Fleisch und gerade an den Küsten, wo ja auch gerne beides zusammen verzehrt wird, wäre das eine schöne Alternative. Das werde ich auf jeden Fall unseren Winzern auch mal vorschlagen, das auszuprobieren. Das freut mich zu hören. Bin ich mal gespannt, ob das ein durchschlagender Erfolg wird. Das wird sich mit der Zeit zeigen, nehme ich an. So, so. Und Sie sind zum ersten Mal hier? In dieser Stadt, ja. Und wie gefällt Ihnen Sorgan? Ich bin sehr angetan davon, wie warmherzig und respektvoll Magier hier behandelt werden. So eine durchaus schöne Stadt. Allerdings habe ich auch gelesen, dass es in, ja nicht jüngere, aber durchaus in der Vergangenheit einige Tragödien hier gab. Aber der Spiegelpalast als solcher ist definitiv pompös und hier wird man gut bedient, würde ich meinen. Also so erster Aufenthalt in den Thulamidenlanden. Ja. Ja. Dann kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie weiter in den Süden reisen, werden Sie noch prachtvollere Gebäude finden. Denn ich glaube, also ich bin Horasier. Ich stehe in meinem Land sehr treu zur Seite und ich verteidige es in jeglicher Hinsicht. Außer, dass ich sagen muss, was Prunk und Bauten angeht, kann keiner den Thulamiden das Wasser reichen. Mhm. Ich habe noch niemals Statiken gesehen wie hier. Mhm. Also diese Kuppel- und Zwiebelbauten sind alle nicht menschlicher Natur. Also man merkt einfach, dass dieses Land von Zauberei durchdrungen ist. Ja. Man sagt, dass auch hier im Spiegelpalast selbst Djinnen anhand mehr oder weniger daran beteiligt waren, diesen Palast zu bauen. Tatsächlich? Djinnen? Ja, wie sonst soll man solche großen Zwiebelkuppen aus Kupfer und Gold auf diese Türme bringen? Nun, ich verstehe nicht viel von Architektur. Das wurde mir nie nahegelegt oder habe ich nie groß etwas drüber gelesen. Aber wenn es durch Djinnenkraft und in der Verbindung zwischen den Elementen, deren Repräsentanten und den Menschen gebaut wurde, dann verwundert es mich nicht, dass es wirklich außerordentliche Schönheit hervorgebracht hat. Das werden Sie hier in diesem Land sehr häufig finden. Wie gesagt, haben Sie den Rosentempel schon besucht? Da war ich tatsächlich. Auch dieser ist von Djinn in Hand angeblich erschaffen worden. Ah, ja, dort sehr schön. Genauso auch die Gärten. Man sagt, wenn man zum Sonnenaufgang, wenn das erste Licht der Sonne, der Praios-Scheibe, die Rosengärten berührt,
dass dann die Rosenginnen auftauchen und zu sehen sind bei ihren lieblichen Tänzen zwischen den Sträuchern. Tatsächlich? Mhm. Dem werde ich definitiv einmal nachgehen. Vielen Dank, das wusste ich nicht. Wenn ihr wollt, könnten wir morgen früh gerne einen gemeinsamen Spaziergang dorthin machen und uns diese Rosenginnen anschauen. Gerne, natürlich. Dann werde ich meine Leibwächter soweit mitnehmen, da die Stadt... Ich bin nicht sonderlich firm oder sonderlich erfahren, wenn es um Großstädte geht. Da hätte ich gerne ein wenig Schutz an meiner Seite. Aber wenn euch das nicht zuwider ist... Ich gehe auch nicht ohne meine Leibwächter aus dem Haus. Selbst im Horasreich kann man das nicht machen. Das verstehe ich. Gerade bei einem Mann ihres Standes, will ich meinen. Es ist egal, welches Standes. Gesindel gibt es überall. Dem mag sein, ja. Er greift zu seinem Glas Wein, prostet dir entgegen. Dann auf unsere Verabredung. Auf unsere Verabredung. Da schmatzt es auch schon den Wein so schön im Mund und Gurgel. Gurgel mache ich nicht, aber so auch so ein bisschen. Ach, beste Tropfen, den es gibt. Ich nehme auch noch mal eine Nase. Der sagt mir sehr zu, oder? Also, du bist jetzt nicht so die große Weintrinkerin, also die jetzt so viel Erfahrung hat, aber es schmeckt sehr gut. Ja, dann auch nur so ein leicht... Also besser als der Wein, den du im Rüffeltopf hattest. Trüffeltopf. Ausgezeichnetes Aroma. Ich bin begeistert. Je nachdem, wie wir morgen den Tag verbringen, bin ich gerne bereit, auch etwas von meinem Wein abzugeben, wenn ihr mir eine nette Gesellschaft leistet. Das wird der morgige Tag zeigen, nicht wahr? Aber natürlich. Dann möchte ich sie nicht länger wach halten, damit wir morgen in aller Früh natürlich auch losgehen können. Dürfen den Wein natürlich gerne mitnehmen und zu Ende trinken. Dann mache ich so einen leichten Knick, so. Muss nicht schön sein, aber so ein bisschen. Ne? Muss nicht und schön sein. Ich frage mich Etikette? Auf, ich habe Etikette auf 3 oder so. Auf 2. Du weißt. Oh, der Würfel ist verflucht. Was haben wir da? Klugheit haben wir. 16. Eine 13. Dann haben wir Intuition. Habe ich auch 16. Da haben wir eine 14. Und Charisma. Da habe ich nur 15. Eine 14. Ja. In allerbester. Du stehst gesittet auf. Mit dem Wein in der Hand und dem Stab in der einen Hand. Machst deinen Knicks. Ein kurzes, freundliches Nicken und verlässt dann das Zimmer. Ja. Und kehrst zurück in deins. Ja. Und hast jetzt ein Date. Naja, horasischer Adel. Und da wird mir vorgeworfen, ich bin viel in fremden Betten oder was. Die hier, da. Ich will die Rosengine sehen. Wird da die Bitch rausgeschmissen, dann steht sie gleich parat und säuft mit dem. Außerdem haben wir eine zusätzliche Quelle bekommen. Und ein gutes Alibi eventuell. Und Kontakte, ne, sind alles. Und wenn er mir zu blöd kann, kann ich ihm immer noch meinen Stab zwischen die Beine rammen, was er vorhat. Aber das ist richtig, aber mein Stab ist länger und hat Klingen an beiden Enden. Touché. Deswegen habe ich auch extra gesagt, ihr kommt da schön mit, so. Du weißt nicht, wie sein Stab aussieht. Ich werde es auch nie erfahren. Er heißt ja offensichtlich nicht Alborn, von daher gibt es da überhaupt kein Interesse. Er ist ein horasischer Adliger, also der Schönling, der ist genauso wie Alborn. Aber Alborn ist Alborn. Den kenne ich. Ja, gut. Boy. Nach diesem kurzen Abstecher zu Celissa kehren wir wieder zurück. Zu dem Plan. Zur Action. Was los? Also, ja, wo waren wir denn? Ich bin verkleidet. Lanma hat sich verkleidet, ist in dem kleinen Arbeitszimmer vom Assistenten und hat da einen Stuhl in irgendeine Ecke gerückt. In die das Ecke. Genau. Ich habe meinen Turban, an dem ich ein bisschen blaues Tuch vor mein Gesicht befestigt habe. Und Asina ist am Klettern. Die ist schon drüben, hat ihr das Signal gegeben mit dem Tuch. Du hast es gelöst. Ich löse das Tuch. Und jetzt soll ich Aufmerksamkeit erregen. Und das tue ich, indem ich tatsächlich einfach... Ich schließe erstmal leise die Tür zur Assistentenkammer, wo Typ und Katze pennen. Das ist ja diese Wackeltür, die kannst du nicht schließen. Diese Saloontür mäßig. Also die ist nicht von oben bis unten dicht. Naja, also du hast halt unten einen kleinen Spalt. Aber ansonsten... Komm, der ist eben im Superrausch, hat die Katze Lärm gemacht, dass er auch wieder eingeschlafen ist. Okay, weil ich habe nämlich vor, ich gehe jetzt zur Tür, zur normalen, nicht in dem Assistentenzimmer, sondern in dem Zimmer, in dem ich mich aufhalte und verkleidet bin und gehe zur Tür und höre ja, weiß nicht, Asina hat mir erklärt, wann die ungefähr in der Nähe sind und
ramme einmal tatsächlich von innen gegen diese Tür. Mhm. Nicht zu hart, aber es ist ein dumpfes Pochen. Flitze dann wieder auf den Stuhl, auf dem ich im Dunkeln darauf warte, dass die da gleich kommen. Nehme das Wurfmesser, das ich immer noch habe, und den Rettich und sitze da und habe Rettich und Wurfmesser in meiner Hand. Okay. Ja, ja. Durch das Rumpeln wird die Wache, die in der Nähe ist, aufmerksam und dreht sich zu der Tür um. Du hörst halt von außen Schritte und den Schatten unten an der Türschwelle, wie da jemand vor der Tür steht. Und hörst ein Klopfen. Ja, alles in Ordnung. Ach, die kommen gar nicht rein. Ich dachte, die kommen direkt rein. Du bist ja höher gestellt. Geramscht. Jetzt einfach nur Ja zu sagen, wäre blöd. Ich habe gedacht, die kommen reingeplatzt. Okay, ich versuche ein lautes, so ein Psst einfach nur rauszugeben. Er ist verwirrt. Nochmal klopfen. Ja? Alles gut bei Ihnen? Bitte leise. Bitte leise sein. Okay, alles klar. Du siehst wieder Schatten wieder von der Tür. Hat das jetzt gereicht? Ich habe wirklich gedacht, komm rein. Okay. Ja, jetzt gehen sie wieder weg. Was hat das hat also? Es war nur eine Woche. Ah. Hast du? Okay. Dann rumpst dich nochmal gegen die Tür. Ja, die gleiche Wache kommt wieder zur Tür. Warte mal, wieso ist das denn jetzt immer nur eine? Weil die laufen immer so aneinander vorbei. Ja, und da ist dann, wenn du dagegen rumwillst, in der Regel immer nur eine gerade in der Nähe, weil die treffen sich ja vor dem großen Arbeitszimmer eher und wechseln dann. Der Blick. Ja, klopf nochmal. Ja, kann ich Ihnen wirklich nicht helfen. Das ist scheiße, ich habe mir das anders vorgestellt. Dann tappel ich jetzt zur Tür, mein kompletter Stuhlsitzplan ist jetzt im Arsch. Und immer noch mit Messer und Rettich in der Hand. Ja, doch, tatsächlich. Und öffne die Tür einen leichten Spalt. Ich habe ja Vermummung so ein bisschen, ne? Ihr fragt, ob ihr mir helfen könnt, richtig? Das ist mit einem französischen Akzent. Ja, ich mache jetzt. Ja, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Bei mir ist alles in Ordnung. Bei mir schon, aber nicht bei Madame Katze. Was ist mit ihr? Sie ist krank. Und deswegen bin ich hier. Und deswegen seid ihr hier. Ich brauche mehr Rettich. Seht ihr, ich habe nur einen. Okay. Wofür brauchen Sie denn Rettich? Ihr wisst ja gar nichts hier als Wache. Ich wurde eingeladen, weil Madame Katze krank ist. Und die beste Medizin für kranke Katze ist alle 3 Stunden ein Stück Rettich. Okay. Das solltet ihr wissen. Machen wir bitte auf überreden. Gaukelei? Nein. Gaukelei ist, wie gesagt, das Handwerk Gaukelei. Tut mir leid. Wenn dann wäre das Schauspielerei. Das ist sich verkleiden, ne? 3 habe ich da nicht. Ich bin schon wieder bei Gaukelei. Wart, wo? Überreden bei den gesellschaftlichen unten. Wahrscheinlich 1 oder sowas. Ja. Oh, scheiße. Ich habe mir das ganz anders vorgestellt. Ich wollte auch nicht auf ein Date gehen, aber... Reden, Mut. Das war übrigens das, 14. wo wir in der Pause, wo ich dir gesagt habe, da will ich dir kein Floh ins Ohr setzen. Genau das war das. 14 unterwürfeln, 13. Ja. Gott. Intuition unterwürfeln, 15. 17. Also mich mit dem Ausgleichspunkt einen drüber. Also ich sehe nur eine 3. Charisma 16, 5. Also ich habe Intuition um einen verschissen. Okay. Gut, wie viel Rettich braucht ihr denn noch? Mindestens 3 Köpfe. Knollen, wie auch immer ihr das hier nennt. Okay, alles klar. Dann werde ich eben jemanden in die Küche schicken. Ihr fragt euren Freund, das geht schnell. Wir brauchen schnell mehr Rettich. Die Katze ist krank. Aber wenn sie sagen, ein Stück Rettich alle 3 Stunden... Sie haben da noch so einen. Das ist eine fette Katze. Habt ihr die Katze vom Assistenten schon gesehen? Ich bin froh, wenn ich meine Hand zurückkriege. Jetzt schläft sie. Das ist ehrlich gesagt schon wieder so geil. Das finde ich schon wieder so grandios. Ey, komm, Kreativität, der geht durch. Ja, definitiv. herrlich. Der geht durch. Also. Okay, dann sage ich meinem... Nehmt hier jetzt euren Freund, wenn der Assistent die Katze stirbt und am Morgen und ihr seid nicht schnell genug gewesen. Alles gut, ich kümmere mich drum, ja, natürlich. Vielen Dank. Du hörst halt, wie er etwas schneller davon tippelt und
Kurz darauf hörst du kurzes Geschnacke draußen und dann hörst du beide Wachen an. So bekloppt und braucht Rettich für eine Katze. Ja. Ja. Okay, das müsste ja Asina wieder hören und jetzt ihre Dinge tun. Ja, sie guckt halt aus der Tür vorsichtig raus. Nachdem du gehört hast, dass die Wachen davongezogen sind, könntest du theoretisch auch aus der Tür schielen. Dann mache ich das auch und gucke, ob ja, und du siehst halt an links und rechts keine Wache und siehst dann, wenn du nach links guckst, Asina, die gerade nach rechts rausguckt. So. What the fuck? Ja, und ich mache so Daumen hoch. Und, ja, dann deutet sie dir halt, dass du das nächste Zimmer mal anschauen sollst und sie geht so sich die anderen Zimmer auf der linken Seite anschauen. So wird es gemacht. Okay. Mit deinem Schleier-Outfit und der Rübe und dem Messer in der Hand. Nein, ich habe so ein paar Schnipsel, ich habe die Rübe habe ich da in dem Raum versteckt jetzt tatsächlich, weil ich will ja, wenn die kommen, eine neue entgegennehmen. Und renne, Messer stecke ich halt weg und gucke jetzt zur nächsten Tür. Okay. Ja, die nächste Tür versuchst du zu öffnen und erst fühlt es sich an, als wäre sie verschlossen, merkst dann aber doch, dass sie etwas nachgibt und als du sie weiter aufdrückst, merkst du, dass es eine ziemlich dicke Tür ist. Und als du sie gänzlich aufgeschoben hast und das Licht vom Gang reinscheint, siehst du, dass hier tatsächlich sowas wie so eine Art Galerie, Kunstgalerie oder so ähnliches, so ein Raum mit lauter Statuen und Kunstobjekten auf Sockeln und Gemälden an den Wänden, Trophäen, Jagdtrophäen an den Wänden, sowas wie so eine Art ja, Freizeitzimmer, Kunstzimmer, wie auch immer. Sehr, sehr schön ausgeschmückt mit auch einem schönen Teppich auf dem Boden, schönen Vorhängen und schön ausgeleuchtet mit sehr vielen Fenstern auf der Seite, auf beiden Seiten, also links und rechts. Nicht links und rechts, sondern es ist so ein Eckzimmer und dementsprechend an der Ecke links und rechts davon die Fenster. Unter anderem findest du auch eine schöne Sitzecke mit so schönen, flauschig, großen, gemütlichen Sitzkissen, in die man sich reinflezen kann. Jo. Powernap. Sieht natürlich sehr einladend aus, diese großen Kissen. Aber ich habe ja keine Zeit dafür. Asina ist ja gerade an der anderen Ecke irgendwo am Suchen. Und da ja hier sehr viele Statuen und Sammelkram ist, würde ich natürlich... Ich habe nichts anderes. Ich würde wieder gucken, ob ich Schränke entdecke, in denen vielleicht, weil vielleicht wurde es ja hier tatsächlich einfach nur als Sammelstück hergeschleppt. Kann ja sein. Und dann würde es ja auch Sinn machen, in diesem Raum hier aufbewahrt zu sein. Schaust dich um und du findest tatsächlich zwei Schränke, die mit verschlossenen Türen an der Unterseite, oben offenes Regal, wo Sachen drin stehen. Und als du die näher untersuchst, siehst du halt, als du sie aufmachst, innen drin Schmuckstücke, die auf samtenen Kissen gelegen, wie so eine kleine Schubfächer, so Bretter, die man rausziehen kann, auf denen samtene Kissen liegen, auf denen vereinzelte Münzen, Amulette und ähnliches zu finden sind. Ich habe zum Glück nicht das Problem, dass ich das jetzt irgendwie einpacken will, weil ich ja kein Dieb oder so bin. So, das war jetzt ein Schrank oder beide Schränke? In beiden Schränken findest du sowas. Da haben wir Schmuckstücke und wertvollen Kram. Ja. Ich finde nichts anderes Vitrinenartiges. Ich meine, ich war ja jetzt schon am hinteren Wandteppich. Möchtest du dir die Sachen genauer anschauen? Genau, also ich will halt gucken, ob ich irgendwas, ob es Fach im Schrank, versteckter Türkram. Okay, also im Schrank selber findest du nichts, aber währenddessen du dich da umschaust, fällt dir eine Münze ins Auge. Eine handtellergroße Münze, auf der tatsächlich ein dir sehr bekanntes Bild eingraviert ist. Von dem. Und zwar siehst du die Göttin Raja als, ja, klingt komisch, aber ist tatsächlich so, als Stute dargestellt. Mhm. Also ein sehr bekanntes Bild von Raja, was für vielen Tempeln, wo sie so dargestellt wird. Und als du die Münze umdrehst, siehst du tatsächlich auch auf der Rückseite Raja als Liebende. Und aus deiner Ausbildung im Tempel weißt du, dass es Münzen gibt, die tatsächlich von hohen Geweihten als Belohnungen für andere Mitglieder des Tempels weitergegeben werden, wenn die besondere Taten für den Tempel und für die Religion, also für Raja, erfüllt haben oder gemacht haben. Und das sind sogenannte Segnungsmünzen. Und die enthalten in der Regel meistens angeblich, laut Legenden und so weiter, Aberglaube, halt ein Stück der Macht Rajas, die einem
in gewissen Situationen oftmals zugutekommt. Also es läuft jetzt darauf hinaus, ob ich den mitnehme wahrscheinlich. Ob du das machen möchtest. Jetzt bin ich wieder zwiegespalten, weil ich nicht weiß, was passen würde. Also einerseits Aberglaube haben wir ja schon geklärt. Andererseits aber auch Verpflichtungen der Raya-Kirche gegenüber. Die größte Frage ist, was macht diese Münze hier? Ah ja, das ist die Frage. Ich dachte, die Frage, nehme ich das mit oder bin ich moralisch dagegen? Was macht die Münze hier? Das ist eine Galerie, ne? Also mehr so ausstellungszweckmäßig. Statuen, Gemälde. Ne? Also mehr so Prestige. Wir haben so eine Münze, die wir ausstellen können. Die also dadurch, dass die im Schrank sind, werden das wahrscheinlich Sammelobjekte sein, die der Herr, der diese Sachen gesammelt hat, vermutlich Sultan oder so, nicht offen präsentieren möchte. Aber grundsätzlich als Sammelobjekt, jetzt nicht als Refugium für Objekte von einer Person direkt. Nee. Ja. Wie gesagt, es liegt zwischen anderen Kissen, wo ebenfalls verschiedenste Arten von Münzen zu sehen sind. Also ich finde es mir jetzt gar nicht so ungewöhnlich, weil wir in der Stadt mit dem größten Raya-Tempel sind und das hier am gängigsten ist. Warum nicht in einem reichen Haus mit allerlei Sammelkram aus allerlei Herren Ländern? Das ist richtig, aber diese Münze wird an sich nur von der Raja-Kirche an Mitglieder der Raja-Kirche vergeben für besondere Taten. Hm. Das heißt für Tempelwachen, Geweihte, Säbeltänzer, alles wirklich Mitglieder. Und ist dann schon sehr verwunderlich, warum das hier als Sammelobjekt bei irgendeinem Reichen rumliegt. Der hier wohnt. Scheinbar. Naja, da bin ich jetzt wieder zu dumm, ne? Um die Verknüpfung herzukriegen. Ja, da ist halt die Frage, wie kommt man an so eine Münze ran? Die gibt kein Raja-Geweihter oder kein Raja-Gläubiger, der so eine Münze bekommt, gibt diese Münze ab. Es sei denn... Das gehört alles zum Plan. Die Person, die wir suchen, gehört dem Raja-Tempel an. Und hat uns auch hierher geschickt. Das glaube ich eher weniger. Aber ich weiß nicht, also wenn jetzt der Altar dieser Person gehören sollte oder diese Person den Altar vom Namenlosen nutzt oder verehrt, kann ja sein, dass sie so eine Münze hatte. Dass sie sich davon dann getrennt hat für vielleicht gutes Geld oder so, weil sie dem Tempel dann nicht mehr so unbedingt loyal gegenübersteht. Weiß ich nicht. Pure Spekulation, aber ich glaube... Wenn jemand eine besondere Tat für den Tempel und für Raja vollzieht, dann sich davon abzuwenden, eher unwahrscheinlich. Aber andererseits glaube ich halt auch nicht, also da stecke ich nicht so tief drin, aber wer würde denn so eine Münze aufgeben. Also als Athlet verbrennst du ja auch nicht oder verschenkst du ja auch nicht deine goldene Olympiamedaille. Das ist halt der Punkt. Ja, aber wer sagt dann, dass hier irgendwer was aufgegeben hat? Der kann doch da irgendwie mitgliedmäßig sein oder so, der hier wohnt. Der kann doch auch theoretisch könnte er das ja auch verdient haben, einfach weil er der Kirche einen Riesendienst geleistet hat mit seinem Vermögen. Also sind ja, das meine ich, da bin ich noch so ein bisschen zu dumm gerade, um Schnappschlüsse zu ziehen. Kann sein, ja. Aber hattest du nicht gesagt, dass man so eine Münze nur innerhalb des Ordens erhalten kann? Also, dass es eine externe Person diese Münze kriegt, ist das möglich, theoretisch? Nein. Okay. Weil sie ja nach Glauben, nach Aberglauben, Mythizismus ein Stück der Macht Rajas enthalten soll. Ja, aber wie gesagt, also für mich, okay, ich wundere mich natürlich auch, ne, warum die da ist, aber kann noch null schlussfolgern, ob die jetzt dann gestohlen wurde. Warum? Aber ich weiß es jetzt nicht. Es kann halt verschiedene Möglichkeiten geben, warum so eine Münze aufgegeben wird. Es kann halt sein, dass der Besitzer gestorben ist, auf natürlichem Wege, ne, dann einfach die Münze nicht genutzt wurde in seiner Lebzeiten, nicht verwendet wurde. Und sie dann vielleicht an den Nächsten übergegangen ist verwendet. Oder in Verkauf gelandet wurde. Was heißt denn verwendet? Na, wenn die Macht Rajas einem mal Glück gebracht hat, dann verschwindet die Macht und die Münze löst sich auf. Ach so, also es ist ein magisches Artefakt. Mhm. Okay, gut, das wusste ich nämlich auch nicht. Und die ist noch intakt, ja? Die Münze liegt noch da. Okay, krass. Ja, jetzt aber wirklich die Frage an den Spielleiter, weil mein Charakter ist ja, gehört zur Kirche und so weiter. Einerseits Ehrfurcht und... aber wie reagiere ich denn jetzt? Ist jetzt für mich als Tempelmitglied ist eine völlige Gotteslästerung, dass die hier liegt und deswegen nehme ich sie mit? Eine Gotteslästerung nicht, aber für dich stellt sich halt die große Frage, woher kommt die Münze? Weil die gibt niemand... Also
Ja, ja. Jeder, ne, wenn du jetzt als dein, wenn der Lanma so eine Münze verdienen würde, als streng gläubiger Raja-Anhänger, würde er diese Münze in seinem Leben verteidigen. Und deswegen ist die Frage jetzt, wäre es realistisch für meinen Charakter, die da jetzt liegen zu lassen? Oder nicht, weil er sie ja dem eigentlichen Besitztum, nämlich der Raja-Kirche, zurückgeben will, da sie hier offensichtlich nicht sein sollte? Wahrscheinlich eher Letzteres. Okay, weil das muss ich jetzt wirklich verstehen, weil ja. Ne, ich wüsste nicht, wie man dann, ja, weiß ich nicht, verbeuge ich mich oder so, mache ein Raja-Zeichen und stecke sie ein. Stoßgebet mäßig. Ganz kurz noch, was genau bewirkt diese Münze, wenn du sie nutzt? Das weiß keiner. Aber theoretisch... Das ist göttliche Macht. Okay, aber theoretisch kann man diese Münze nutzen, wenn man sie besitzt? Man kriegt sie quasi nur... Du kannst sie nicht aktiv nutzen. Die löst einfach aus. Ah, quasi. Ist quasi so göttlicher Beistand in einem gewissen Moment. Okay. Ein göttlicher Glücksbringer. Also ein geisteskrank starker Talisman. Ja. Okay. Also ich nehme sie mit, nicht mit Intention, sie für immer zu behalten, sondern sie eigentlich der rechtmäßigen Kirche wieder zurückzubringen, da sie hier eigentlich nicht hinkommen kann. Also es gibt verschiedenste Mythen, die du in deiner Ausbildung gehört hast, dass es Verdiener der Münze schon passiert ist, dass die Münze ihre Macht ausgelöst hat während einer schönen Nacht und dabei dann halt ein besonderes Kind gezeugt wurde. Oder dass jemand in einem Kampf in besondere Ekstase sich gesteigert hat, wodurch er noch kampfstärker wurde. Also es gibt verschiedenste Varianten, wie sich diese göttliche Macht auslöst und wann. Da hat keiner Einfluss drauf. Es kann halt einfach irgendwann mal passieren. Derjenige merkt das wohl, dass die Macht ihn überströmt. Also und dann verschwindet die Münze. Also quasi ein krasser Buff, der aber nur dann getriggert werden kann, wenn es irgendwas mit Raja-Gefälligkeit zu tun hat. Genau, wenn die Göttin sagt, der hat jetzt meine Macht verdient für irgendwas Besonderes. Sie blickt gerade auf dich und will genau. Dir halt irgendwie zur Hand geben. Ja, und einige sagen, es ist ein Werkzeug, womit Raja gewisse Sachen steuert. Es gibt Sachen, da sagt einfach, Raja hat dann im Moment Mitleid oder Mitgefühl oder was auch immer. Oder möchte jemanden besonders belohnen. Und solange die Münze nicht ausgelöst ist, ist sie vor allem ein Symbol für jeden anderen Raja-Gläubigen, dass du halt was Besonderes in dem Kult bist. Weil du halt dir diese Münze verdient hast. Und wenn sie weg ist, kannst du viel behaupten. Das ist richtig, aber dann kannst du behaupten, dass du den Segen der Raja erhalten hast. Ja, das kann ja jeder sagen. Und du kannst jetzt behaupten, du hast ein göttliches Artefakt in deinem Inventar. Was ich ja nicht für mich nutzen möchte. Ja, aber rein vom Glauben her. Aktuell besitzt du ein göttliches Artefakt. So. Das nimmt mein Oma mit. Das wird gelootet, aber ratzfatz. Rett dich weg, Münze da. Was will man mehr? Ja, okay, also sorry, dass das jetzt gerade so lange ausgeschlachtet werden musste. Ja. Aber einfach zum Verständnis. Ziemlich geflasht jetzt von dem Münzenfund. Also du hast bisher nur in deiner Ausbildung davon gehört, selber noch nie eine gesehen. Ja. Oder bleibe ich jetzt einfach staunend sitzen? Kannst du also auch mitnehmen. Was? Kannst du sie auch mitnehmen. Ja, naja, also ja, eingesteckt ist es schon. Also ich hab die jetzt am Start. Und konnte aber in dem Raum jetzt nichts weiter finden. Keinerlei Schränke, Vitrinen, nee. Dingse, Bumse. Tja, jetzt geht's wieder los, dass ich irgendwie mich hilflos fühle. Ich würde vielleicht wieder die Tür einen Spalt öffnen, um zu gucken, ob ich irgendwen sehe. Rettichbringende Wachen oder Asena. Du kommst raus und du siehst halt auch, wie Asena aus dem hintersten Raum am anderen Ende rauskommt und den Kopf schüttelt. Und ihr trefft euch wieder vor dem Arbeitszimmer des Assistenten und flüstert nur, ich glaube, wir müssen noch eins höher. Ja, dann... Nehmen wir die Treppen und dann nehmen wir das Seil mit. Und ein paar Klettern. Also, Klettern ist. Ich bin etwas erschöpft, aber ich glaube, Treppen, da könnten ja jederzeit die Wachen wieder zurückstürmen. Ich glaube, wie hast du die überhaupt weggelockt? Die Macht des Rettichs. Was soll ich sagen? Später, wenn wir über Seil anreden. Okay. Dann müssen wir jetzt warten, bis sie wieder da sind, damit nichts auffällt. Ihr könntet ja schon mal. Also klar wäre es weniger auffällig, wenn ich warte, bis sie zurückkommen mit dem Rettich. Ja. Dann warten wir. Okay. Und dann klettern wir hoch. Dann gehe ich schnell wieder und hole das Seil. Ja, ihr geht in das große Arbeitszimmer, holt das Seil, kommt durch den Flur, schnell wieder ins kleine Arbeitszimmer und versteckt sich dort hinter dem Schreibtisch, indessen du darauf wartest, dass die Wachen zurückkommen. Dann sitze ich jetzt in dem Stuhl, so. Ja. Wo ich sitzen wollte. Ja. Wachen klopfen. Ja, wir haben ihren Rettich. Ja, leise, ich komme.
Dann komme ich zur Tür, mache die Tür auf, immer nur eine Spalt. Wir brauchen Dunkelheit für die arme Katzenauge. Und sage, wie viel habt ihr bekommen? Wir haben hier einen ganzen Korb voll. Oh, mon Dieu, das ist das Beste, die beste Rettichbringer. Stellt ihn doch bitte leise noch schnell hier rein, ist zu schwer für mich. Silissa ist doch gerade weg. Hinterm Schreibtisch. Hinterm Schreibtisch. Also da, wo sie das jetzt hinstellen soll. Also ich finde es unauffälliger, wenn wir kurz die Tür aufmachen, die stellen mir das da rein und dann verabschiede ich sie wieder. Okay, ja. Die sind ja eh schon da. Ja, du machst die Tür auf und die Wache kommt rein mit dem Korb. Gleich hier vorne, ich muss schellen. Wo ist denn die Katze? Die ist gerade drüben bei der Assistance. Madame Catherine schläft, zum Glück. Sie hat schon den ganzen Rettich gefressen. Deswegen ist es gut, dass ihr mehr gebracht habt. Es geht bald wieder los. Okay, ja, natürlich hier. Wenn sie noch mehr brauchen, wir sind wieder hier draußen. Wirklich, das ist wirklich genug. Macht euch keine Sorgen. Die Katze verdankt euch und mir natürlich sehr viel. Dann, Herr, ein viel Erfolg bei der Heilung der Katze. Weiterhin gute Nacht. Gute Nacht. Und die Tür geht zu. Ja. Und fertig. Ja. Der rette ich. Jetzt haben wir das Seil an und den Rest. Ich guck nur zu Asina so. Vor allem ich finde den Akzent gar nicht so schlecht. Die Rettich-Story. Die Rettich. Die Tür hat uns gerettet. Also, off-topic, wenn man Kayayana in seiner einen Show gesehen hat, wo er die verschiedenen Sprachen nachmacht. Meinst du dieses Dracula-Ding? Ist das Arabische eigentlich eher diese aggressive Sprache und nicht dieses schön freundliche Französische, sondern eher dieses Ja. Die haben mich ja weder gefragt, wer ich bin, noch wo ich herkomme. Hatte ich alles schon vorbereitet, aber wollten ja das nicht wissen. Aber La'Anma ist ja ein ganz zarter, ein empathischer, der kann sich da reinfühlen. Ja, vor allem hat er viel mit anderen Kulturen Dinge erlebt. Und mit der Kraft des Grandson kann er dann die französische Sprache perfekt imitieren und zu der Tür gehen und die Sprache komplett ablenken. 19. Da, nee. Ja, aber es war ja auch, im Flur war es ja auch hell, im Raum ist es dunkel, also. Nö, Asena macht das Fenster auf und bindet sich wieder das Seil um. Ach so, und versucht, das nächste Stockwerk zu erklimmen. Rutscht dabei ab. Ja. Fällt am Fenster vorbei. Kann ich irgendwas. Das Seil hat sie ja zum Glück vorher innen drin befestigt und hängt dann unten nur noch am Seil. Schwingend. Und klettert wieder hoch. Ja. Diesmal aber viel besser. Und klettert wieder hoch. An dem offenen Fenster an dir vorbei. Entschuldigung. Kein Thema. Ja, verschwindet über dir. Ja, und auch wieder einen Moment Stille. Wieder ein Zuppeln. Kletterst hinterher. Ich überlege gerade noch, ob ich mich schnell wieder in Wachenklamotterie schmeiße, was ich glaube ich bevorzuge. Mhm. Auch wenn wir eventuell gleich wieder die nächste Ausrede brauchen, aber es wäre jetzt unglaubwürdig, wenn ich weiter als der Typ auffalle. Könntest auch die Sachen mitnehmen. Kann ich das? Das Tuch vom Turban zum Beispiel, um daraus so eine Art Sack zu machen, in dem du die Klamotten und dann am Gürtel befestigst. Wenn der Spielleiter das sagt, dann wäre machbar. Dann mache ich das. Weil ich würde schon eher jetzt wieder in Garten. Mhm. Dings. Und kletter hinterher. Und muss schon wieder würfeln. Ja. Jetzt kletter ich ja wieder aufwärts. Ja. Um 2 erleichtern. Klettern, klettern, klettern. Nimmst du den Rettich mit? Nee, der hat seinen Dienst getan. Aber wenigstens einen, oder? Er plumpst da mehr runter. Aber doch nicht der Rettich. Der ist ja quasi mit dir verschmolzen. Musst du nicht mitnehmen. Die Rettich-Story ist vorbei. Aber ich habe noch gar nicht mitbekommen. Sie war in meinem Kopf anders geplant und jetzt war sie so, wie sie war. Okay, klettern, du hast gesagt plus 2. Wir haben Mut, 14 unterbieten wir doch locker mit einer 9. Und Geschicklichkeit brauchen wir weniger als eine 15, das sollte kein Problem sein, eine 3. Und Körperkraft brauchen wir weniger als 16 und dürfen eine 1. Oh. Wow. Ja, mittlerweile geübt, leichtfertig kletterst du. Ich bin auch ein bisschen motiviert von all den Dingen, die bisher hier funktionieren. Und kommst wieder in ein sehr kleines Zimmer, sehr ähnlich mit dem unter euch. Nur, dass es hier jetzt scheinbar schon ein Schlafzimmer ist, in dem aber gerade keiner ist. Ach, ich wünsche mir. Und auch hier gibt es wieder eine Tür nach links und eine Tür nach rechts, sowie eine Tür raus an den Gang. Hm. Also 3 Türen. Und in diesem Zimmer ist direkt unter dem Fenster, wo ihr reinklettert, das Bett. Also so, dass ihr direkt auf das Bett raufstolziert.
Und vor dem Bett wieder eine große Truhe. Mhm. Nee, beschreib erstmal weiter. Entschuldigung. Neben dem Bett befindet sich ein großer Spiegel, so ein Standspiegel mit Goldrahmen verziert, Gaslampen an den Wänden, nicht Gaslampen, Öllampen. Naja. Und auch wieder mit schönem Teppich ausgelegt, einzelnen kleinen Dekoartikeln, die überall rumliegen, so von kleinen Vasen über ein Gemälde bis hin zu kleinen Figürchen, die rumstehen in irgendwelchen Regalen. Jo. Bett ist leer, der Inhaber dieses Zimmers ist anscheinend gerade nicht anwesend und Arsena sitzt schon wieder an der Tür zum Flur und horcht und gibt dir nur einen Daumen hoch. Hier sind keine Wachen, so wie es euch anhört. Oh Gott sei Dank, mir gehen die Ausreden aus. Du hättest dir schon was einfallen lassen. Ich habe noch einen. Ja, ich flüstere noch, Mensch, Arsena, also ich hoffe ja, dass wir irgendwann mal den Scheiß finden. Ich auch. Macht es nicht Sinn? Also jetzt seid ihr wieder mit eurer Expertise im Einbrechen und generell Dinge brechen gefragt. Könnten wir jetzt nicht an unser, ich finde auch toll, dass ihr es immer Seil nennt, ihr seid schon voll dabei bei der Seilerei, wo es ein Bettlaken ist, wenn wir jetzt Bettlaken 2 an Bettlaken 1 anbinden und vielleicht später uns hier runter lassen können auf unserem Fluchtweg in den Garten? Das würde aber nicht reichen. Aber würde den Fall ja schon mal verkürzen. Das stimmt. Können wir auch machen. Na dann. Und der Garten... Wir können auch die Vorhänge nehmen. Ja, alles, was da ist. Dann könnten wir es hängen. Alles ist ein Seil. Dann, ihr seid ja perfekt im Seilern, nehme ich an. So ist es. Also er ist Großmeister des Seilerns. Eigentlich Erzmeister des Seilerns. Vom Garten kommst du überhaupt zurück im Palast ohne Probleme, oder? Na, kann man sich ja immer noch drum kümmern. Ich wollte es bloß jetzt schon mal ansprechen. Und dann als Wachen, die kurz draußen eine Runde patrouillieren, wahrscheinlich noch am wenigsten auffällig als in einem Objekttrakt, in dem wir gar nicht sein. Musst du draußen pinkeln? Du das. Gleichzeitig. Ja, also ich mache das jetzt einfach und binde da und hoffe, uns damit einen möglichen Fluchtweg erschaffen zu haben. Gut. Sena macht die Tür zum Flur auf. Und wirft einen Blick raus und nickt nochmal, dass hier tatsächlich Luft rein ist. Und macht sie wieder zu und wendet sich der Tür nach rechts in den nächsten Raum. Öffnet sie und verschwindet in dem Raum. Währenddessen du. Sie verschwindet immer. Achso, ich knote noch. Du knotest gerade noch den Rest fertig und als du damit durch bist, kommt der Sena auch schon aus dem Raum raus. Schüttelt nur den Kopf und deutet dann auf die andere Tür. Die letzte, die noch übrig ist. Und ja, mach die Tür auf und du gehst vor, währenddessen sie halt hinter dir durchschlüpft und die Tür dann leise wieder schließt. Mhm. Und ähnlich wie das Arbeitszimmer von dem Visier oder wie auch immer unter euch, habt ihr hier wieder einen sehr großen Raum, der tatsächlich so eine Art scheinbar begehbarer Kleiderschrank ist. Also Schränke über Schränke, oh teilweise Gott. Offen, teilweise zu. Oh Gott. Die macht kleinere Gestelle auf dem Boden, in denen verschiedene Arten von Schüchen stehen und teilweise ganze Outfits hängen in den offenen Schränken, in den Zuhen, die ihr nach und nach aufmacht, seht ihr also von den kleineren Klamottenstücken, Turbanen und was auch immer, alles ausgelegt. Es sieht hier fast aus wie so ein Kleidungsgeschäft. Hm. Nur, dass das hier scheinbar tatsächlich das Ankleidezimmer von irgendeinem reichen Fatzken aus dem Hause ist. Auch hier führt wieder eine Tür, aber nicht auf den Gang, sondern nochmal links und weiter anscheinend in den nächsten Raum. Und also ihr seid jetzt über das Schlafzimmer rein, kommt dann in das Riesenkleiderzimmer und von dort aus führt eine Tür auch nochmal weiter. Okay. Und in dem anderen kleinen Raum, der vom Schlafzimmer aus weitergeführt hat, hat Arsena dir mitgeteilt, ist tatsächlich nur sowas wie so eine kleine Vorratskammer, wo anscheinend jemand so seinen Privatbedarf an bestimmten Lebensmitteln, Flüssigkeiten, was auch immer, führt. Ja. Und ihr nehmt die letzte verbliebene Tür, die in den letzten großen Raum führt. Und dort seht ihr tatsächlich auch ein Bett,
aber das ist ein sehr, sehr großer Raum, ähnlich wie das Ankleidezimmer und sehr pompös ausgestattet mit einem riesengroßen Himmelbettähnlichen Bettgestell mit großen Moskitonetzvorhängen drumherum und wirklich edlen Möbeln, also fast schon eines Königs würdig, mit viel Gold und Edelsteinen besetzte Geschirre und Gläser und ach, das ist wirklich fast schon, als würde hier ein König residieren. Aber auch dieses Zimmer ist leer. Und ihr findet hier auch wieder ein paar Schränke, die also um das Zimmer so ein bisschen darzustellen, das ist im Endeffekt ja, hast du so auch wieder so ein großes Zimmer. Ihr kommt von hier aus rein, ihr habt ein recht rechteckiges Zimmer mit einem riesengroßen Bett direkt in der Ecke, so eine riesenschöne Liebeswiese. Und hier ist eine Tür, die auf den Gang führt. Also das ist das Eckzimmer, weil hier sind Fenster und hier sind Fenster. Und hier ist eine große, breite Tür, doppelflügelig, sehr edel verziert, auch sehr edles Holz. Und in der Mitte ein paar Tische mit Stühlen und auch ein paar von diesen Sitzkissen in der Ecke, Wasserpfeifen, die rumstehen. Also das hier scheint tatsächlich von einem wirklich sehr hohen Tier das Schlafgemach zu sein. Die Ankleidekammer deutet ebenfalls darauf hin, denn das scheint tatsächlich seine Ankleidekammer dann zu sein. Und dann wird das Schlafzimmer daneben vermutlich seinem persönlichen Diener gehören, der dafür zuständig ist, sich um seinen Herren zu kümmern, ne, beim Ankleiden zu helfen, so wie so eine Zofe oder sowas. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stünde von außen vor dieser doppeltürigen Türe und schaue im Vorbeigehen in diesen Raum hinein, weil gerade beide doppeltürigen Türen offen sind, würde in diesem mir dann ersichtlichen Kegel, Blickfeld, ein Schrank stehen? Sehr gute Frage. Ja, tatsächlich sind in der Nähe des Bettes zwei große Schränke. Also sind schon wirklich gigantische Ausmaße, die haben. Größer als die im Kleiderzimmer waren. Ebenfalls mit jeweils zwei aufklappbaren Türen aus massivem Holz und Schnitzereien verziert. Ich gebe Asina den Blick und sage, die sind es dann wohl. Ja, bitte geht auf die Schränke zu und Asina versucht sie zu öffnen, aber sie sind verschlossen. Und geht dann zum zweiten und probiert es auch hier und auch da verschlossen. Komm, hol den Dietrich. Ich wollte gerade sagen, die hat doch Dietrich hier am Stirzel. Ganz kurze Frage, würde Asina automatisch jetzt nach Dietrich greifen und da weiter probieren? Dann würde ich ihr nämlich noch ein bisschen was zusäuseln nebenbei. Ja, sie guckt sich erstmal noch ein bisschen weiter um, bevor sie sich wahrscheinlich daran setzt, einfach um noch ein paar mehr ein bisschen umzuschauen. Und du stehst gerade vor dem linken Schrank und plötzlich tippt dir Asina auf die Schulter. Hast du deine Tasche? Dein Wurfmesser? Nein, die andere. Das Runde? Ja. Weil du guckst halt runter und du siehst halt, wie die Münze, die du in deiner Hosentasche hast, Hosentasche glüht es. Das ist die heilige Münze aus dem Raya-Tempel, die man nur zu ganz besonderen Anlässen bekommt und ich verstehe, warum sie hier ist, deswegen habe ich sie eingesteckt. Ich will sie aber wieder zurückgeben und nicht behalten, keine Sorge. Soll ich sie rausholen? Eine Raja-Münze? Ja. Habe ich doch gerade gesagt. Leuchtet sie da? Jetzt? Hier. Weil wir auf einer heißen Spur sind. Und uns die Göttin etwas sagen möchte. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ich habe nur davon gelesen. Dann versuche ich mal. Arschbange. Achso, nein, ich hole die Münze auch raus sonst, ne? Nee, das ist erstmal ein Indiz, ne? So für sie. Dann werde ich erstmal versuchen, den Schrank hier aufzumachen. Und während du da rumpopelst, gucke ich dich begeistert an und gucke erstmal, wie du würfelst. 14. Ja. Ein bisschen passen. Ja, ein bisschen gefummel. Okay, alles klar, direkt weiter. Öffnet sie die Tür und ihr seht tatsächlich den beschriebenen Schrein der Belkelel in diesem großen Schrank drinnen liegen. In der Mitte zentriert seht ihr einen ziemlich verzerrt schreienden Menschenkörper, wo man tatsächlich auf den ersten Blick nicht sagen kann, ist das so ein Schreien aufgrund von erfreuter Ekstase oder aus Schmerzen? Und sieht auch so ein bisschen so aus, als würde sie sich in Schmerzen krümmen, winden, wie auch immer. Und drumherum verschiedenste
Artefakte, wie auch immer, vermutlich des Kultes, den es ja im Lande Oron gab, der nicht weit von Sorgan entfernt ist, wo Bel-Kelel geherrscht hat, oder zumindest der Kult sehr verbreitet war, der nicht geherrscht, aber der Kult war verbreitet, von verschiedensten kleinen verzierten Messerchen, Zangen, bis hin zu ja, Kelchen und allerhand findet ihr da rumliegen. Die Wände mit Samt verkleidet, an Nägeln befestigt, ebenfalls kleinere Zierplatten oder kleinere Tontafeln, auf denen obskure Rituale aufgeführt sind, ne, von Foltereien von Menschen bis hin zu Vergewaltigungen, Quälereien, alles zu sehen. Und die Münze fängt noch stärker an zu leuchten in deiner Hosentasche, so dass sie halt wirklich den ganzen Schrein erleuchtet. Schwarze Kerzen, ne, die dort stehen. Und Arsena guckt nur mit großen Augen. Die hatten tatsächlich recht. Und wenn ich mir das Zimmer hier angucke, ist das kein kleiner Mann. Kein kleiner Mann. Ja, ich bin, glaube ich, mega in Schockstarre, ne, weil es ja meine, die Kontrahentenparole-Rolle meiner Göttin ist. Der Gegenpart zu Radla. Ja. 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 Wir sollten schockiert. Vielleicht. Ja, wir müssen herausfinden, wem dieses Zimmer gehört. Und das wollt ihr euch die ganze Zeit fragen, während ihr noch am Schloss rumgeknabbelt habt und das alles so schnell passiert. Ihr habt doch hier rumgehorcht und informantenmäßig habt ihr dann eine Idee, wer hier so pompös. In Etage 3. In diesem Palast leben einige. Also im oberen Stockwerk weiß ich auf jeden Fall, dass da das Königspaar untergekommen ist. Der Großvisierin ist dort oben. Ich weiß nicht, ob das hier der Sultan von Sorgan, die Sultana von Sorgan hier wohnt, oder ob das einer der kleineren Visiere ist. Ich weiß es nicht. Der Palast ist groß. Sie haben so viele Zimmer für so viele reiche Leute. Wir sollten hier uns nach Spuren umschauen. Irgendwo muss es einen Indiz dafür geben, wer hier wohnt. Wer dieses Zimmer bewohnt. Können wir gleich machen. Ihr seid doch eine Frau, Arsena. Ja. Und Celissa, ich meine, Almanda, ist doch auch eine Frau. Und ihr verbringt doch öfter mal Zeit miteinander. Immer wenn ich gerade bei anderen Frauen bin. Und könnt ihr vielleicht einschätzen, ob nicht unsere elfische Gefährtin, die schnell einen Tee hat, an einer Person entsprechende dämonische Spuren erkennen könnte? Zimmer wissen wir jetzt schon. Erst wollte ich vorschlagen, wir streuen Mehl aus und gucken, wo die Spuren hinführen, aber das ist, glaube ich. Oh, wow. Das ist zum Gespensterfang. Und Jeans. Das kann ich dir leider nicht sagen. Hätte sein können. Das weiß ich nicht. Nein. Wir müssen uns umgucken. Wir müssen irgendwo eine Spur finden. Ich werde versuchen, den anderen Schrank noch aufzubrechen und den hier wieder zu verschließen. Ja. Schaut euch vielleicht nach besonders auffälligen Broschen oder ähnlichen an. Die alle, vielleicht haben sie alle einen gewissen Stil und man würde sie unsere Gefährtin würde sie beim nächsten Festmahl vielleicht bei einem der gut gekleideten wiedererkennen. Schaut ihr euch um. Ich kümmere mich um die Schränke. Kümmert ihr euch drum. Ich kümmere mich um die Schränke. Ich muss den hier auch wieder verschließen, den anderen öffnen und ich werde, glaube ich, schauen, dass ich noch irgendwas als Beweis mitnehmen kann. Okay, und etwas, was nicht so auffällig ist. Ja, weil das wäre schlecht. Ich inspiziere Garderobe und all sowas. Also alles, was ich denke, das so kleidet sich diese Person. Ja, du durchsuchst das Zimmer und neben dem Bett findest du kleine Beistelltischchen, auf denen findest du halt Kleinigkeiten wie ein Tuch und eine Flasche Parfüm dazu daneben, so für so ein parfümiertes Tuch wahrscheinlich, was man sich dann halt gerne mitnimmt als reiche Person. Du hast kleinere Schmuckstücke, die dort rumliegen. Vor dem großen Bett ist eine sehr große, breite Truhe, die auch nicht verschlossen ist, wo du Kleidungsstücke drin findest, die tatsächlich weiblicher Natur sind. Also scheint hier eine Frau zu residieren. Ich habe ja Tuch. Und parfümiere ein bisschen meines Tuches, um später vielleicht sagen können, hier, riecht dran, so riecht die Person, die wir suchen. Los, Celissa, such euch ein Tuch! Naja, aber ich nehme jetzt jeden Strohhalm, der mir sich hier so bietet. Ja. Okay. Als Wiedererkennungsding. Ja. Ja. Ja, wie gesagt, kleinere Schmuckstücke von Ringen über Fußkettchen, Armbinder, Halskettchen, so vereinzelt, so ein paar nicht zu großartig wertvolles, aber so erstmal sehr, sehr schick gehalten. Ja.
Also auf den Tischen, wo die Wasserpfeifen stehen, ja, sieht man verzierte Kelche mit Karaffen daneben, mit Wasser und Wein. Aber viele Indizien hat man hier tatsächlich sonst nicht. Vielleicht nochmal im großen Kleiderschrank, begehbaren Kleiderschrank, könnte man nochmal vielleicht schauen, ob man was findet. Nur wo wir eben schon waren, ne? Ja. Also mein Ziel ist wirklich, nur so eine Art groben Stil rauszufinden. Die Parfümgeschichte macht mich jetzt schon etwas sicherer. Muss nur gucken, ob sie es trägt oder nicht. Aber ansonsten wegnehmen will ich nichts, weil das halt wieder auffällt. Entsprechend könnte die Person den Schrein wieder irgendwie verschwinden lassen. Also wir dürfen hier halt auf keinen Fall irgendwie Spuren hinterlassen. Also den kann ich auch nichts wegnehmen und kann stattdessen nur so gut, wie es geht, sondieren. Ja. Dass man einfach den Ort, ich meine, das ist ja ein Eckzimmer. Wo wir sind, also wo das ist, wissen wir ja jetzt schon. Ja, genau, aber kann man denn nicht in Erfahrung bringen, wer da wohnt? Ja. Das hatte ich ja gehofft, dass das vielleicht sogar schon Asina mit der ganzen Spitzeltätigkeit und so. Ja, ich meine, schwierig wird es. So einfach wäre jetzt, ja, okay. Schwierig wird es natürlich dann zu sagen, ja, wer wohnt ein dritter Stock? Eckzimmer Richtung Südwest? Also, muss ja jemand auch erklären, warum du wir das wissen willst. Die Katze. Oh Gott, jetzt wird's wild. Wir könnten die Katze, die kennt mich ja jetzt. Ich schätze dich auch sehr. Die könnte man in dieses Zimmer entführen. Und dann gibt es bestimmt Tumult und am nächsten Morgen wüsste man, wer die Katze denn nun aus dem Zimmer befreit hat. Lautlos die Katze nach oben über Seil hochklettern. Es sind nur Ideen. Also der Plan wurde zur Kenntnis genommen. Weiß ich nicht. Also während du dich noch in dem Zimmer umschaust, hat Sena den Schrank wieder verschlossen und will sich gerade dran machen, den Schrank dann eben zu öffnen, als ihr draußen vor der Tür zu dem Zimmer Stimmen hört, Fußgetrappel, dass sich da jemand anscheinend dem Gang, dem Flur nähert. Hören wir das? Ja. Wir haben ein Fenster. Es gibt mehrere Fenster hier, ja. Wir haben viele Fenster. Wir kamen aber aus dem riesigen Ankleideschrankzimmer. Davor das Zimmer. Und an diesem Ankleideschrankzimmer hängt unser Seil. Ja. Sie hat Schränke wieder geschlossen. Ja. Dann wäre die einzige für mich erstmal logische Flucht in den Kleiderraum. Das Ankleidezimmer. Ja. Ich gucke halt Asina an, ob sie dasselbe denkt. Ja. Sie zeigt auch nur rüber und... Und so huschen wir. Ihr huscht zurück, schließt die Tür und in dem Moment, wo ihr die Tür schließt, öffnet sich die großen beiden Pforten in das Schlafzimmer und ihr hört tatsächlich eine weibliche Stimme in einem hochnäsigen Ton irgendwelche Befehle lauthals rufen und jetzt macht schon, ich brauche mein Schlafgewand, ich bin müde, das war wieder ein so anstrengender langer Tag, ich habe die Schnauze voll. Ich hoffe, diese Festlichkeiten sind bald vorbei. Ich will diese ganzen Gäste loswerden, damit ich wieder meinen Palast wie für mich habe. Ach Gott, ey. Und zieht langsam von dannen Richtung uns. Anderes Zimmer. Ne, also ihr haut ab, schnell. Ach so. Und verschwindet. Perfekt. Richtung Zimmer mit dem Bett, über das ihr reingekommen seid. Mhm. Und ja, Sina bleibt kurz stehen. Also, die Stimme kommt mir bekannt vor. Mhm. Aber ich kann sie nicht zuordnen. Ja. Ja, ist doch die. Kann ja nur Hausherrin oder so sein. Ist es nicht die vom gesamten Norden, die Herrscherin? Wenn du sagst, mein Palast, ist doch die Herrscherin des Nordens, oder? Ist doch eine Frau. Da müssen wir mal mit Celessa drüber sprechen. Die scheint. Die hat Ahnung von Geschichte. Die ist verabredet. Ach die ja. Hat keine Zeit. Da müssen wir auch noch hin. Also auf jeden Fall. Wir haben jetzt erstmal Indizien. Ja, wir wissen, welches Zimmer das ist. Ja. Also. Rein vom Aufbau des Gebäudes kann man von diesem Eckzimmer aus auf den Spiegelsee, also ja. Vor dem Spiegelpalast ist ein großes See, ein künstlich angelegter See, der gibt dem Palast den Namen, weil der Palast sich darin spiegelt. Ja. Ja. Und gucken und ein Stück weit zum Garten raus. Das heißt, wenn man vor dem Gebäude steht, kann man ungefähr ausmachen, wo das Zimmer ist. Das heißt, vielleicht kann man darüber herausfinden, wer es ist. Wir haben Indiz von der Stimme. Ich habe noch einen Beweis mit. Du hast auch noch irgendwas eingepackt. Geruch, okay. Und dann sollten wir jetzt erstmal zurück. Okay. Wohin zurück? Zu Celessa. Ja. Der Schweinebraten müsste mittlerweile auch fertig sein. Wollte gerade sagen, zurück zur Küche. Ja. Okay.
Also macht ihr euch auf den Weg. Du kletterst zuerst runter, damit dann Asina oben das Seil lösen kann, selber runterklettern kann, nachdem sie Fenster vorsichtig geschlossen hat. Mal gucken, ob sie das schafft. 18. Oh, scheiße. Raucherpause. Das wird jetzt unangenehm. Ja, beim Versuch, das Fenster zu schließen, rutscht Celissa ab. Was? Asina ab. rutscht Asina ab und ja, fällt an dir vorbei. Ja, ich habe auch gar keine Möglichkeit zu reagieren. Also du bist gerade im ersten Stock, also ein Stock bleibt runter angekommen, wo das Fenster ja offen ist. Ja. Und du siehst halt nur, wie Asina an dir vorbeifällt und gerade noch so mit der Hand an den Fenstersims rankommt, um sich da festzuhalten. Muss ich irgendwie Körperkraft, um sie hochzuziehen? Nein. Du packst sie und ziehst sie rein und das Problem ist, dass das Seil jetzt da liegt. Nach ganz unten gefallen ist. In einen Busch? Ja. Ja, gut. Halt das oben auf dem Busch drauf. Ja. Sieht man halt, wenn man da halt bei helllichten Tagen vorbeiläuft. Ja, also für mich wäre das jetzt immer noch nicht, wir wissen ja noch nicht. Also aber ihr müsst halt noch einen Stockwerk runterkommen. Ihr seid jetzt wieder in dem kleinen Büro von dem Assistenten. Katzen. Und da sind wir auch hochgeklettert. Katze und Schnarchi neben euch. Ja. Ursprünglich. Nee, ihr seid ursprünglich, ihr seid eigentlich ursprünglich über das große Arbeitszimmer hochgeklettert und seid dann seitlich zu dem geklettert. Das heißt, ihr müsstet theoretisch seitlich klettern. Also entweder runter und dann seitlich oder jetzt seitlich und dann runter. Ja, ich würde das einfach machen. Also. Oder denn, sie halt jetzt, man springt. Was? Wohin? Runter in die Büsche. Wäre es denn möglich, vom Boden ins Erdgeschoss? Das ist kein Problem, oder? Da dann durchs Fenster durch. Das ist kein Problem. Also kommen wir, wenn wir jetzt raushopsen, wieder in die Küche? Ja, ihr kommt dann erstmal wieder in das Zimmer, wo ihr halt ursprünglich reingekommen seid, wo du die Kisten vor die Tür gelegt hast. Ja. Ja, und von dort aus dann könnt wieder ihr in die Küche. Na, dann machen wir das. Also ist er jetzt nicht mehr tief? 4 Meter. Man kann ja, wenn sie nicht zu schockiert ist von ihrem Patzer, den sie da gerade hingelegt hat, dann könnte man ja schon nochmal so ein bisschen dran kraxeln und sich den letzten Hopserl dann herunterplumpsen lassen. Das Tuch würde ich einfach verbuddeln. Dann ist es überall auffällig, egal wohin. Also wir sind da in der Hecke, ich würde es da drin verwurschteln. Aber frage Asina, ob sie das gut findet. Mutprobe, Asina will nicht springen. Ich würfel, bin ich gut. Asina wäre eigentlich eher dafür, es lieber über den Flur zu versuchen, weil springen möchte sie nicht. Wo die Wachen sind. Ja, kannst du ja versuchen zu überreden oder zu überzeugen, doch zu springen. Asina, ich weiß, ihr seid jetzt einmal ausgerutscht. Einmal, seit ich euch kenne. Ihr seid das erste Mal ausgerutscht. Normalerweise gelingt euch alles. Und das, so benehmt ihr euch auch immer. Deswegen bin ich gerade sehr verwirrt über das, was hier passiert. Aber habt mehr Vertrauen in euch. Einmal in Jahren, dass etwas schief läuft, ist gar nichts. Guckt mich an. Dass ich heute hier bin, ist ein Wunder. Und hängt auch mit euch zusammen. Ich verspreche euch, selbst wenn ihr fallt, falle ich hinterher. Da. Ja, okay. Danke für deine freundlichen Worte. Dann los, versuchen wir es. Hauptsache, wir brechen uns nichts. Ich gehe vor, dann könnt ihr auf mich drauf plumpsen. Nee. Ihr beide springt runter. Und jetzt müssen wir eine Gewandheitsprobe machen, ob wir uns auch nicht verletzen. Tut. Oh nein. Du würfelst wirklich nicht gut. Was? Besser. Gewandheitsprobe. Einfach nur, ob ich drunter komme. Aber ich lande ja unter dir. 15. 18. Oh. Auch wie ich. Hast du Balance wir haben, oder so? Wir haben noch unsere Münze. Hast du als Vorteil irgendwie Balance? Vorteile. Kampfrausch, Balance. Okay, Begabung. Eisern. Okay. Kein Fallschaden.
Fliegend? Nicht ganz. Also wir werden uns schon verletzen leider durch die Sträucher. Das bleibt leider nicht aus. Ja. Wir beide landen etwas ungünstig in den Büschen und verlieren jeder 3 TP. Oh, mein Ischias. 3 Lebenspunkte. Lebenspunkte. Ja. Nö, da daneben oder so. Ich also, naja, unten bei dem Kampfbogen hast du die Lebenspunkte aufgeschrieben, wo, dein, wo das Männchen abgebildet ist. Ah. Genau. Ja, ich schreibe hier nur mal -3 sonst. Genau. Okay. Und ja, rappelt euch dann hoch, nehmt das Tuch, versteckt es hinter den Büschen an der Wand, so dass man es nicht sieht. Mhm. Oder die, also das Tuch, die, das Seil, das improvisierte, und klettert in den Raum der Dienerschaft rein, räumt die Truhen zurück, von dort aus zurück in die Küche geschlichen, wow. Wartet ihr dort im Pausenraum. Und gerade rechtzeitig, denn der Küchenchef kommt gerade um die Ecke mit einem großen Tablett von 2 Dienern getragen. Euer Schweinebraten. Das hab mit ich, Apfel im Mund. Das habt ihr so vorzüglich gemacht und wirklich. Ich hoffe, es schmeckt der Herrin. Und beste Grüße aus der Küche. Wir haben unsere besten Zutaten verwendet. Eure Namen bitte, damit ich euch speziell loben kann. Du Sau. Jetzt habe ich die Scheiße bezahlt. Moment. Einfach. Schweinebärt. Männlich. Suhal ibn Tanrek, mein Herr. Ihr werdet es noch weit bringen, Suhal. Vielen Dank für die netten Worte. Ja. Ich wünsche euch und beziehungsweise eurer Herrin ein angenehmes Mahl. Hab Dank. Und los. Ja. Auf. Sie wartet ja schon eine Weile. Ihr beide schleppt. Das Tablett mit dem Schwein. Na, klopft an der Tür, die Wachen machen euch auf und gucken euch nur an, so weil ihr jetzt tatsächlich mit einem großen fetten Schweinebraten da rauskommt. Das ist ja nur, die hat Hunger, möchte was essen und dann kommt ihr mit so einem Schweinebraten raus. Wir haben uns schon gewundert, warum das so lange dauert. Und kehrt damit dann zurück und klopfen dann an die Tür, kommt zu dir rein und legen erstmal das Schwein, weil der Tisch nicht genug Platz hergibt, aufs Bett. Aufs Bett? Ja, es braucht Platz. Ich setze mich direkt im Schneidersitz daneben und würde sofort anfangen zu essen. Ja, hast dann auch das Wurfmesser, schneid den Stück runter und auch Arsena. Weil nach dem Scheiß, nach dem Scheiß-Trip hier, brauchen wir, glaube ich, erstmal Nervennahrung. Aber doch nicht auf dem Bett. Silissa. Aber dann... Gerade mal ganz kurz ruhig sein. Ganz kurz ruhig. Ganz kurz. Ganz kurz. Mit Wein so... dann ächze ich mein Weinglas. Ja. Was ist denn passiert? Viel. Viel. Ah. Okay. Wir wurden erwischt. Von wie? Was? Wie? Was? Wir haben gesagt, du warst es. Kann ich irgendwie einschätzen, ob sie... Also, kommt. Man sieht ja ziemlich deutlich an, dass sie keinen Spaß... Dass sie versucht, dass Spaß war, weil sie ist einfach nicht der Spaßvogel. Aber ich kenne sie schon lange genug, um zu wissen. Alles gut gegangen. Wir haben den Raum gefunden. Wir wissen nur nicht, wie immer gehört. Haben ein paar Indizien mitgenommen. Mhm. Perfekt. Riecht mal an diesem Tuch. Ja, ein schöner, blumiger Duft. Ein bisschen beerig im Hintergang vom Geruch her. So riecht unsere Verdächtige. Verdächtige? Wo? In welchem Zimmer denn? Wo wart ihr denn? Da. Das wissen wir eben nicht. Was? Wem das Zimmer gehört. Ach so. Okay, aber... Welcher Stock war das? Welches? Im zweiten. Im zweiten Obergeschoss? Ja. Ein Eckzimmer. Ein Eckzimmer? Im Ostflügel, da wird es dann wohl eins nur geben. Ja. Zum Vorder, nach vorne raus. Das war wirklich, ich versuch gerade wirklich das okay. So. Okay. Und ihr habt diese Indizien jetzt mitgenommen, habt ihr denn irgendjemanden bemerkt, oder? Schlafenden Mann, eine Katze, die Lan mal geweckt hat. Diese Katze. Ein paar Wachen. Okay. Die haben mir Gemüse gebracht. Und ihr habt den, was? Die haben mir Gemüse gebracht. Aber leider habe ich es nicht mitgenommen, sonst hätte ich euch jetzt hier auch was Gutes mitgebracht. Aber egal. Okay. Ihr könnt den Apfel haben, der hier in der Schnauze des Schweins steckt. Ne? Nein, der... Also ich esse nichts aus der Schnauze eines Schweins, tut mir leid, aber danke. Das okay. Ja. Und ihr habt den Schrein...
dort gefunden. Ihr habt ihn gesehen. Ganz kurz, das muss man wirken lassen. Wir haben erfolgreich. Was ist das? Das sind zwei Wörter, die wir sonst nie hören. Erfolg und reich. Erfolgreich haben wir diesen Schrein gefunden. Und der reimt sich auf Schwein. Ich glaube, alles ist miteinander verbunden. Wie das Seiland, oh mein Gott. Oh mein. Habt ihr... Nein, zurück. Auf jeden Fall wissen wir, es ist eine Frau. Ja. Sehr pompös. Okay. Eventuell die Herrin des Hauses. Riecht blumig, ja. Und riecht blumig. Okay. Wenn ihr das nächste Mal ja. da unten seid mit all den anderen... Im Speisesaal. Pimpfen und esst. Pimpfen, ja. Leute. Ja. Schnuppert mal an allen Damen. Was? Was? Ich soll an den... Ich soll um den Tisch gehen und an allen Damen schnüffeln. Ja, so im Vorbeigehen so. Oh. Nein. Ja, meint, macht was ihr wollt. Ich habe heute genug getan für diesen Moment. Ich würde gerne weiter Knusperschwarte essen. Ja, gerne. Aber nicht auf dem Bett, bitte. Dann schneide ich mir halt was raus. Ja. Könnt gerne auf dem Fußboden. Ah, und übrigens, ihr müsst unbedingt. Das müssen wir auch noch. Ihr müsst doch. Oh mein Gott. Wenn ihr die Palastherrin findet. Ja? Anhand des Geruches. Okay. Lobt mir den Herrn Suhal ibn Tonrek aus der Küche. Wie heißt es? Suhal? Suhal. Ja. Ibn. Ja. Tanrek. Tanrek. Und wer ist das? Der Mann, der dieses tolle Schwein hier zubereitet hat. Klingt für euch jetzt erstmal nicht so wichtig, aber wäre der nicht so, wie er ist, hätten wir nicht das Wort erfolgreich nutzen können. Okay, das überzeugt mich zu 100%. Es ging euch schlecht. Er hat das beste Essen gemacht, sodass es euch am nächsten Tag wieder topfit. Ja. So. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht, während wir unser Leben riskieren? Also es gab einen Tumult auf dem Gang, dem muss ich natürlich nachgehen, und hab dann eine Person erneut getroffen, die ich davor auch schon mal im Speisesaal getroffen habe, ein horasischer Hochadliger, gibt der vor zu sein, weiß ich nicht. Und möglicherweise haben wir ein Glas Wein zusammen getrunken und morgen eine Verabredung. Asina, irgendwas... Wann morgen? Morgen früh, um die Rosenschinne zu sehen. Was heißt morgen früh? Das weiß ich nicht. Früh? Am Morgen? Wir waren jetzt die ganze Nacht klettern, schleichen, Katzen treten. Können jetzt nicht mal schlafen? Hätte ich hoch. Doch. Natürlich. Aber es dämmert. Also geht ihr ohne uns? Nein. Aber wie spät ist es denn? Es ist mitten in der Nacht. Wir sind ja späten Abend, also wirklich, als es schon Nacht war, sind wir ja losgegangen. Wir waren jetzt einiges unterwegs. Das Schwein hat allein 2 Stunden gebraucht. Ja. Ja, zur Not kann ich das auch abblasen. Dann haben wir einfach verschlafen und. Aber ich dachte mir, eine weitere Person zu kennen aus dem Hochadel könnte durchaus hilfreich sein, die Person zu identifizieren. Dies zu identifizieren gilt. Hat sie wohl nicht unrecht. Ja. Und. Dann hältst du die erste Wache. Wache? Wache? Wache. Wieso Wache? Na, wenn da jemand klopft oder so. Ich leg mich jetzt schlafen. Und ich gehe nur so tutternd da. Immer also einzige Kerl. Also von mir aus könnt ihr euch auch beide schlafen legen. Dann verriegeln wir die Tür. Du musst fit sein, um mit dem Papubi zu reden. Ja. Also, ihr schlaft beide. Ich verramle die Tür. Gut, okay. Na gut. Er schneidet sich nur ein Stück vom Bauch des Schweines runter und geht damit rüber in das Zimmer der Leibgarde, ne, der Leibwachen, und legt sich dann da auf das einfache Bett. Wie hilfreich ich war. Das ist sehr schön.